Hallo, hier ist Frank. Hallo, hier Maud. Von Ausgewandert mit 40 nach Thailand. Ja. Ja, in unserem heutigen Video möchte meine Frau mal so ein paar Dinge über mich loswerden. Sie ist nicht ganz so zufrieden immer mit mir, obwohl ich mir das gar nicht vorstellen kann. Ich bin der fast perfekte Ehemann, oder? Ich liebe dich so sehr. Ach so, das ist das Argument. Tja, welche Punkte hast du denn so auf deiner Liste? Neun. Was dich so stört an mir? Überlegen. Bist du ehrlich oder bist du... Na, nur die wichtigen Punkte. Weißt du, weil wenn wir hier ein Video machen von 3 Stunden, ach wo so. Du alles erzählst und die ganze Zeit nur auf mich rummeckerst, dann wird es vielleicht für die Zuschauer langweilig. Okay. Für dich nicht, aber... Okay, dann 9. 9 Punkte? Nur 9. Okay, dann fangen wir mit dem ersten Mal an. Okay. Am frühen Morgen aufwecken. Ja, das stört dich? Ich nicht verstanden, warum immer deine Klingel bei Handy. Kling, 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 immer früh. Wir Ausländer stehen 7 Uhr morgens auf. Ja, aber ich auch muss schlafen. Aber da ist doch genau der richtige Zeitpunkt. Da hat man Power, da kann man arbeiten, da ist noch nicht so warm hier. Mhm, schön, danke. Dankeschön. Immer früh aufstehen. Stören mich. Was hast du gesagt, Tilak? Nicht verstanden. Tilak, ich liebe dich so sehr. Dankeschön. Bitteschön. Der zweite Grund. Mhm. Deine liebe, nette, ruhige Stimme. Aha. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich immer leise. Das leise läden Leute, andere Leute immer gesagt, bitte, 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 Maud, bitte, du laut läden. Aber ich nicht verstanden, weil zu Hause, du sagst zu mir, ich bin lauter. Bist du? Ach, wenn ich hinten auf der Farm arbeite, ich brauche kein Walkie-Talkie. Ich höre dich, wenn du was willst, von vorne. Ich an du nicht gehört. Dann, Tilak! Tut mir leid. Und wenn wir unsere Wohnung sind, muss das ganze Kondo hören, dass wir da sind wieder, oder? Nee, ich weiß nicht. Ich liebe, ich denke, ich leise Frau läden. Ehrlich. Mhm. Du vielleicht, ich nachdenken, du oder ich hab Problem. Oder? Ja, vielleicht mein Ohr zu sensitiv. Ja, genau. Ich glaube, deine Ohr richtig sensitiv. Was hast du gesagt, Tilak? Nicht verstanden. Tilak, ich liebe dich so sehr. Dankeschön. Bitteschön. Ha, mein Lieblingspunkt. Zu Hause Ordnung. Hier liegt immer alles rum. Hier steht immer alles nicht da, wo ich es haben möchte. Ich glaube, ich Ordnung machen. Alle in Ordnung machen, aber nicht ganz genau wie bei dir. Muss direkt hier ganz genau wie Sofa, Kiss oder... Ja, ich sehe gerade das Kissen. Warum steht denn das schon wieder da hinten? Warum Mitte? Warum muss? Das sieht fürs Auge einfach ordentlich aus. Wer anschaut? Nur du und ich? Warum muss Ordnung? Meine Hunde sieht das auch. Zum Beispiel deine Blume im Wohnzimmer muss ganz genau Platz. Sonst kann ich nachts nicht schlafen, wenn die nicht ordentlich steht. Ich glaube, du nicht normale Elite. Das sind alle Ausländer so. Nein, nicht so. Ich schon ordentlich. Aber du, richtig Problem, ganz genau muss. Unbedingt. Ja, ja. Ja, ja. Schon klar, Kun Mark. Was hast du gesagt, Tilak? Nicht verstanden. Tilak, ich liebe dich so sehr. Dankeschön. Bitteschön. Pünktlich. Wenn ich hab Termin um 9, dann komme ich um 9. Wann kommst du? Später 1 Stunde. Dann bin ich aber schon zufrieden, wenn du 1 Stunde später nur da bist. Tilak, du musst denken, das sei von Thailand oder sei von Deutschland. Aber da du hier in Thailand, das ist sei Thailand, das später 1 Stunde. Das ich bin schon gut, 1 Stunde nur. Ander vielleicht 2-3 Stunden. Wenn Termin um 1 Uhr, vielleicht 3 Uhr da. Nix ist, wenn ich hier bin, sie gibt meine Uhr. Pünktlich sei. Pünktlich ist wichtig. Ja, wenn du weißt schon, letzter Mal hat einen Termin von dir. Wir waren schon pünktlich da. Und dann? 2 Stunden gewartet. Genau, ganz genau. Das ist auch meine. Du musst lernen, Thailand sei. Schön klar, Kun Mark.
Was hast du gesagt, Tilak? Nicht verstanden. Tilak, ich liebe dich so sehr. Dankeschön. Bitteschön. Stinken die Gerichte im Haus kochen verboten? Natürlich. Ich glaube, du kommst Problem von Knoblauch, oder? Das ist sowas Problem. Von Knoblauch? Hier grillt jemand Garnelen in unserer teuren neuen Küche. Das ganze Haus ist zu geräuchert. Es stinkt tagelang. Und du extra zwei Küche für mich. Eine Deutsch. Du sagst zu mir, darf ich nicht kochen. Kann ich auch anpassen, das ist okay. Und dann halt kochen. Jetzt du auf Verbot bei mir, das ist nicht normal. Ich hatte eine Frage. Du willst essen auch oder nicht? Ich will essen, aber ich will keine dreckigen Küchen, die bis zur Decke voll mit Öl sind. Ja. Ich glaube, ich habe das aber schon in einem Video gesehen, dass Leute das auch ins Öl langsam reinmachen und nicht von 2 Meter Entfernung da reinpfeffern. Ich hasse dich, alle vom Wort zu mir. Genau. Ja, das passt gleich zusammen. Wie viel Essen kaufst du von draußen ein? Von Straße? Und was ist das alles? Stinkendes Zeug. Tintenfisch. Nur Tintenfisch? Knoblauch. Nur Knoblauch? Fischsoße. Was ist mit diesen stinkenden Gung? Durian. Und diese komische Fischsoße hier. Papaya. Papaya, die dreimal am Tag. Warum Verbot bei mir? Warum ich Mut bei draußen essen? Du hast eine schöne Terrasse. Das sieht einfach schön draußen aus. Du kannst ganz romantisch bei der Terrasse sitzen. Du liebe mich nicht. Ich muss essen mit deiner Hunde. Der Hund mag den Geruch auch nicht. Dankeschön. Das ist aber extra dafür die Terrasse gemacht, dass du draußen sitzen kannst. Ja, aber Hund kommt zu mir überall. Guck mal, bei unser Konto steht sogar ein riesen Zettel dran, dass diese ganzen Gerichte, was du hier nach Hause schleppst, verboten sind. Was ist mein Essenproblem mit dir? Ich auch wie ein Essen mit Fernseher anschaue oder lustig. Verboten. Schon wieder. Schon klar, Kunmark. Was hast du gesagt, Tilak? Nicht verstanden. Tilak, ich liebe dich so sehr. Dankeschön. Bitteschön. Also das stimmt ja nun überhaupt nicht. Das heißt ja nicht, dass ich alles besser weiß. Du immer alle besser weiß. Du glaube nicht immer. Zum Beispiel Feuer. Das war einmal. Okay, dreimal. Nein, nicht dreimal. Immer, ich gesagt, Tilak, die Wetter Thailand anders von Deutschland. Ne? Tilak, bitte, wenn du Feuer gemacht bei Glas, bitte anschau. Das war ganz vorsichtig. Okay, mal so 2, 3 Reihen abgebrannt am Stück. Du glaube nicht, zum Beispiel, wenn ich bleib fallen. Tilak, wenn du zu Hause bleiben, bitte heute Gewitter, Sonne so viel und Wind. Bitte nicht mach Glas. Was machen du? Nur ein bisschen. Ja, Feuer mit Nachbarn auch. Danach. Nein, das mit dem Nachbarn, das war abgesprochen. Du weißt, das ist mein Kumpel. Er hat mich gefragt, ob ich sein Gras mit wegmachen kann. Ja, du hast Kumpel. Oh, du Profi bei Feuer, ja? Ja, sein Haus ist halt fast mit abgebrannt. Aber es ist nichts passiert so richtig. Nur ein bisschen. Dann hat jemand anlaufen zu mir. Komm zurück, deine Hau. Jetzt, yes, deine Hau hat Feuer. Ganz Garten, ganze Farm. Wie war das? Als die Feuerwehr kam, war das Feuer längst aus gewesen. Stimmt, du machst kein Feuer. Schon klar, Kunmark. Was hast du gesagt, Tilak? Nicht verstanden. Tilak, ich liebe dich so sehr. Dankeschön. Bitteschön. Mein Lieblingsthema hier. Boah, ich nicht verstanden, warum du musst Geld sparen immer. Muss ich. Wenn Geld noch übrig bleibt vom Einkaufen, kann man das auch mit nach Hause bringen. Zumindest ist es in Europa so. Man darf Geld auch wieder mit nach Hause bringen. Man muss das nicht alles ausgeben. Tilak, wir haben zu viel. Und dann, wenn du, zum Beispiel, wenn du tot, wer macht Geld für dich? Wenn nicht jetzt wir bezahlen, nicht jetzt wir nur sparen. Wenn Geld so viel, wir kriegen Geld. Mein Hund? Deine Hunde! Oh, danke schön. Sehr Dank. Du hast so viele Kleidung und du kaufst jeden Tag neue. Mm. Guck mal meinen Schrank an. Ja. Warum muss ich mal Geld sparen? Ich will sparen für, wenn wir was Neues einkaufen, wenn das Auto mal kaputt ist. Aber wenn die ehrlich sagen, wir haben schon genug Geld. Ja. Wir haben viel genug Geld, aber wenn wir zum Beispiel zusammen einkaufen, du immer verbot bei mir, Tilak, nicht viel, Tilak, nicht viel. Wo muss
ganz genau Geld. Wenn wir das nur das einkaufen, was wir wirklich brauchen. Dafür gibt es eine Einkaufsliste und dann wird genau das eingekauft. Ja, dann wer kriegt Geld, wenn tot? Deine Hund. Genau, echt gehabt. Oh mein Gott, liebe dich so sehr. Mhm. Was ist das denn? Immer falsch. Was bedeutet das? Ich weiß, du liebst mich, aber du immer lieber, wenn falscher sei. Noch du immer kommen knutschen bei mir. 24 Stunden Liebe. Immer kommen knutschen bei mir, wenn ich kochen oder wenn ich sauber machen Teller oder sauber machen Haus. Das ist, liegt an deutsche Leute. Wir mögen, wenn wir sehen, dass Frauen sich kümmern um Haus und um Küche und alles. Denn wir werden sehr, sehr heiß davon. Ja, wenn normale du nicht liebe zu mir. Aber wenn ich kochen oder sauber machen, anfang sofort, komm, knutschen. Ja, das muss so. Das macht man in Deutschland. Du hast das in Deutschland damals nicht gesehen. Das macht man wirklich so. Ja, oh, ich liebe dich so sehr. Tilak. Ja, so, das soll unser kleines Video heute schon gewesen sein. Wenn euch das gefallen hat, abonniert unseren Kanal, lasst einen Kommentar und einen Daumen da. Und okay. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.